Rennen ist gestartet. Tornado TY hat zunächst das Kommando, aber da kommt, wer kommt denn da? Da kommt der Torbjörn Jansson mit Using und Using will es wissen. Der hat hier nun das Kommando übernommen von Tornado TY, dahinter E-Chauffeur. So geht es in den Bogen hinein. Der Blick am Ende, das ist Classic Grand Cru. Kommando bei der 2, Tornado TY nicht, sondern das ist aus, das ist der Using. Using führt die 6 vor der 2, dann einige Längen Abstand zur 7, E-Chauffeur, dahinter die 1, Tour and Fro in vierter Position. Dann ist das innen, denke ich mal, Erik Addison, oder wer fährt der Galopp da auf der Überseite? Schwer zu sagen, wenn man so weit aufzieht. Also wir sehen es jetzt hier 6-2, das war uns schon klar. Weit zurück, dann mit Abstand die 7 und außen ist Perfect Toll auf dem Vormarsch. Swanstedt fährt dann dritter Spur, da ist er. Dahinter oder innen dabei die 8, die 1. Ja, ich glaube, da haben wir den Kollegen Odilson verloren. Ja, hinten ist er. Also das war's für Westerbo Checkpoint. Nach einer gelaufenen Runde und da ist Perfect Toll nicht unbedingt in perfekter Lage. Der ist dann nämlich jetzt außen Vierter, hat kein Führerpferd und hat jetzt noch gleich 2 volle Runden mit der Nase im Wind zu absolvieren. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal in den nächsten Bogen hinein mit Using. Using, dann Tornado TY, dahinter E-Chauffeur, außen Perfect Toll. Das sind die ersten 4 an der Innenkante. Belegen, gelegen war Outlaw Mercy, Programm Nummer 8. Dahinter ist auch die 3 Lexus Lavec dabei. So geht's erneut die Überseite entlang und jetzt kommt eine Attacke aus dem hinteren Bereich des Feldes. Das ist Melanderfarbe Saston. Das ist Örjan Schielström. Saston kommt da außen ins Rollen. Und den Angriff fährt Perfect Toll mit innen, oder jetzt in zweiter Spur auch Tour and Fro mit von der Partie. E-Chauffeur wechselt dann nach außen. Jetzt bekommt Swanson doch noch ein Führpferd. Vorne aber geht weiter Using. Using gegen Tornado TY. Feld ist wieder auf der Tribünengeraden und weiter an der Spitze. Jetzt kommt Perfect Toll. Jetzt kommt die Attacke. Jetzt geht er auch an E-Chauffeur vorbei. Das war ihm jetzt zu bunt geworden. Auch Swanstedt. In dritter Spur Saston. Dahinter kommt Spring Erum weiter. Hinten ein Fehler von, habe ich nicht genau sehen können, wer das war. Elliot Hall ist letzter. Da fuhr Söderquist Galopp. Peter Untersteiner mit einem Fehler. Und das war dann Lord Foto. Jetzt kommt Spring Erum und jetzt bin ich mal gespannt. Der kann sich da nochmal ziehen lassen in dritter Spur. Da ist er in der Großaufnahme, Spring Erum, und zwar von Willeka Ulachti mit Outlaw Mercy. Es geht auf den Schlusspunkt zu und Perfect Toll, ja, der wird nicht gewinnen. Genau das nach diesem Verlauf, das wundert eigentlich keinen so großartig, aber dass Outlaw Mercy so stark geht, das wundert mich. Aber dahinter ist zur Stelle Spring Erum. Spring Erum, jetzt ist vorne Using unter Druck und den muss Outlaw Mercy erledigen. Und das ist das, worauf Björn Gupp hofft. Und er hofft lange noch auf Deckung, er hofft auf Deckung. Und jetzt ist der Einlauf da und jetzt kommt er. Und jetzt kommt Spring Erum. Spring Erum, der geht nach vorne, aber da kommt nochmal Thomas Urberg. Der kommt nochmal heran. Spring Erum ist vorne, Attacke von Urberg, Spring Erum nach vorne, aber Urberg, der kommt und im Ziel ist er vorbei mit Victoria Fame. Hammer, Hammer zum Abschluss. Victoria Fame, das ist also, was sollen wir denn dazu noch sagen? Victoria Fame, Spring Erum. Outlaw Mercy, Tornado TY, wer kommt da außen auf Tour? Da kommt Classic Grand Cru, der wird da nach außen gebracht. Sind hier sogar Dritter. 10, 15, 14. Und wenn er nochmal Wow sagt, dann reiße ich hier die Schalter ab. Oh Mann, Mann, Mann.